Also nach diesem Engagement an den Bahnhöfen war für mich klar, dass ich weiter was machen möchte. Es war aber zeitlich einfach nicht möglich, dort immer wieder mitzuhelfen. Und dann ist mir plötzlich die Idee gekommen, Musikinstrumente für Musikerinnen. Ich bin gekommen nach Wien wie eine Tsunami. Manuang im Dakola, das ist Haruki Murakami. Azul Weber aus Afghanistan. Scheiß auf deine Medienpropaganda. Wir sind die Taliban. Das Leben ist nicht einfach. Manchmal ist es dunkel oder hell. Niemand flüchtet hier wegen Wiener Schnitzel. Sometimes it feels like I'm in the jail, cause keeping me down. Paragraph 8 still. Yusuf ist schon länger da, ist auch geflüchtet aus Afghanistan. Der hat uns auch sehr geholfen. Ja, nicht nur, also wir haben nicht nur ihm versucht zu helfen in musikalischer Hinsicht, sondern er hat uns extrem geholfen, er hat uns über diverse Dinge aufgeklärt. Das Ziel ist bescheiden. Also wir haben bewusst gesagt, als Eva den Verein gegründet hat, hat sie gesagt, wir machen eine Sache, wir machen es richtig und wir beschränken uns darauf. Das heißt, wir wollen nicht Konzerte veranstalten, wir wollen nicht CDs herausgeben. Wir wollen diese eine Sache machen. Das heißt, das Ziel von unserem Verein ist, dem Musiker und der Musikerin ein Instrument zu geben. Musik hält die Gesellschaft zusammen. Ist einer der Faktoren, auf jeden Fall die Gesellschaft zusammenhalten. Ist Ausdruck der Kultur einer Gesellschaft. Und ich glaube, es ist der Kleb einer Gesellschaft. Die Idee war dann eben mit dem Crowdfunding. Weil beim Crowdfunding sind die Leute überzeugt von der Idee und leisten ihren Beitrag. Und so hat es dann eigentlich begonnen. Wenn man mit Menschen über eine Idee spricht, sagen die, das ist eine tolle Idee, das ist schön, dass du das so machst. Und was die immer unterschätzen, ist, wie viel Arbeit es ist. Die glauben, wenn die Idee schön ist, wird das Ding laufen. Und was wir lernen mussten, ist, dass was nicht funktioniert, ist immer die Kommunikation. Eine Crowdfunding-Kampagne ist eine Öffentlichkeitskampagne. Einfach ganz klar zu sagen, was man möchte und klar darüber zu kommunizieren. Musik ist Begegnung und Kommunikation und Austausch. Und das ist genau Integration. Begegnung, Kommunikation und Austausch. Das Projekt heißt United Heartbeat, so heißt unser Verein auch, den wir dann gegründet haben. Und natürlich kann ich nicht die Welt retten, aber einen kleinen Teil dazu beitragen, damit sich die Dinge wieder zum Positiven wenden für die Menschen, die so viel durchgemacht haben.